Jo, was geht? Mein Name ist Janix und ich zeige euch heute, wie ich Danno von Dazzo produziert habe. Der Beat ist von mir und ich werde euch jetzt gleich zeigen, wie ich den gebaut habe. Vorher möchte ich sagen, für diejenigen von euch, die selber Producer sind, alle Sounds, die ich in diesem Beat benutzt habe, sind in meinem Drumkit und das Drumkit ist kostenlos verfügbar, ist der erste Link unten in der Beschreibung. Ihr findet die Sounds, das sind alle Sounds, die irgendwas mit Baphomet heißen. Baphomet war der ursprüngliche Name von dem Beat und da drin sind halt Sounds Baphomet Kick, Baphomet 808, Baphomet Snare und so weiter. Die Sounds sind alle drin. Könnt ihr euch runterladen und viel Spaß damit. Ansonsten gehe ich jetzt rüber in Fruity Loops und zeige euch, wie ich den Beat gebaut habe. Okay, hier sind wir jetzt. Das ist der ganze Beat. Ja, ich fange mal an mit der Melodie. Das sind hier zwei verschiedene Omnisphere Presets. Das erste heißt Crystalline Bath. Ist ein Standard Omnisphere Preset und damit habe ich dann halt hier diese erste Melodie gebaut. Ja, relativ basic eigentlich. Die Melodie wird dann später hier abgewandelt, dass es nur noch diese oberen Töne sind und das, was hier unten passiert, halt nicht mehr. Dann haben wir noch ein zweites Melodie-Pattern. Das ist auch Omnisphere, aber ein anderes Preset. Das heißt nämlich Organic DX1. Und damit habe ich diese zweite Melodie hier gebaut. Und so weiter. Das loopt sich halt. Mit den Melodien als solche habe ich nicht viel gemacht, nur ein EQ, der halt die Lows rauscuttet. Und das war's dann eigentlich schon. Dann haben wir hier eine 808-Line, die klingt, na, so. Ja, das Besondere an dieser 808 ist halt, dass ich den Sound tatsächlich habe abcutten lassen. Immer hier auf die Snare cuttet sich der Sound, beziehungsweise hier ist es nicht auf die Snare, aber auf jeden Fall wird die 808 nicht in ihrer kompletten Länge abgespielt. Aber wie gesagt, das Sample könnt ihr euch auch einfach aus meinem Drumkit runterladen. Wie gesagt, ist unten in der Beschreibung, könnt ihr euch angucken. Dann haben wir hier Clap Pattern, ganz basic. Wirklich kein Geheimnis, Claps halt. Dann haben wir Kicks, die halt auf der 808 drauf liegen. Die haben ein bisschen ein anderes Pattern als die 808 selber, also die kommen öfter, sage ich mal so. Genau. Dann haben wir hier noch eine Basic Ass Crash. Da muss ich, glaube ich, auch nicht viel zu sagen. Die Hi-Hats sind auch einfach nur Basic-Ass Two-Step-Hi-Hats. Hi-Hats halt. Und dann haben wir noch so ein paar kleine Sounds, die halt so als Percussions dienen. Da haben wir einmal hier diese Snare. Und dann haben wir hier immer am Ende der 8-Bars-Patterns haben wir immer einmal diese Hi-Hat. Und wir haben noch hier, das ist eigentlich so ein Lo-Fi-Regen-Sample aus einem Lo-Fi-Drum-Kit. Das habe ich aber auf ganz kurz gecuttet, dass das halt wirklich nur einmal ganz kurz so ein Rauschen halt gibt. Bisschen fast schon wie so ein Störgeräusch, aber kommt halt im Kontext vom Beat ganz cool. Ja, das war's eigentlich schon. Das ganze Ding, wenn man dann einmal alles abspielt, klingt so. Genau, und ich habe hier drin noch einen so einen kleinen Break, beziehungsweise eher so einen Aufbau. Den hat da so auch im Song ganz cool genutzt, wie ich finde. Da ist einfach nur das Kick-Pattern so ein bisschen abgewandelt, dass sich das halt hier so aufbaut.
Ja, und das war's eigentlich. Das ist der gesamte Beat. Mehr ist es nicht, als ihr hier seht. Ich möchte am Ende nochmal so ein bisschen was dazu sagen, wie das Ganze überhaupt passiert ist, weil das für die Produzenten unter euch bestimmt auch immer interessant ist. Es war einfach so, Dazzo hat in seiner Instagram-Story gepostet, hey, ich brauche Beats und so und eine E-Mail-Adresse und dann habe ich an diese E-Mail-Adresse halt ein paar Beats hingeschickt, also auch nicht nur den, sondern halt noch ein paar mehr. Und ja, dann hat er mich irgendwann angeschrieben, hey, hier, den und den Beat habe ich gepickt, der und der Song, so und so. Und ja, dann hat es alles noch eine Weile gedauert und dann sind aber irgendwann eben, ist halt der Song released, das ist jetzt halt auch die Videosingle geworden und so. Ihr habt das Video ja bestimmt gesehen. Ansonsten Link ist auch nochmal in der Beschreibung. Ja, und das ist alles sehr, sehr cool geworden. Wir haben uns nie getroffen oder so. Also das ist jetzt alles übers Internet passiert. Ich habe da so nie im Real Life irgendwie getroffen. Trotzdem geht auf jeden Fall Shoutout raus. Sehr, sehr korrekter Typ. Sehr korrekt zu mir. So alles sehr, sehr gut gelaufen. Kuss geht raus an Dazzo auf jeden Fall. Und eine Sache möchte ich noch sagen. Dieser Beat ist fast 2 Jahre alt. Also ich habe gerade nachgeschaut, ich habe den Beat gebaut im Oktober 2018. Das ist jetzt wirklich fast 2 Jahre her. Und ich denke, das ist für die Producer unter euch auch ganz interessant. So schmeißt eure alten Beats nicht weg. Ihr könnt immer noch daraus was machen. Beats sind komplett Geschmackssache. Jeder Beat, also nicht jeder, es gibt Müllbeats nur, aber jeder Beat könnte irgendjemandem gefallen. Und ich bin selber oft so, dass ich so Beats, die ich ein halbes Jahr alt sind, schon wieder scheiße finde und eigentlich gar keinem mehr zeigen will. Aber das hat mir jetzt nochmal gezeigt, so hey, auch alte Beats können mit dem richtigen Artist einfach funktionieren. Der Song ist geil geworden, die Leute feiern den Song, der Beat klingt nicht irgendwie alt, der hört sich nicht so an, als wäre der 2 Jahre alt. Das ist alles eigentlich sehr cool. Und ja, das wollte ich einfach am Ende nochmal gesagt haben. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Streamt die Single, ladet euch gerne mein Drumkit runter, lasst mir sehr gerne ein Like da, folgt mir auf Instagram und Twitter und Twitch und überall, wo ihr mich findet. Und ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein! Ich lass sie reden und hör zu, doch ich versteh's nicht. Scheiß auf das Kla